Servus, da ist der Peter. Heute mit einer ganz besonderen Schulung. 2 Stunden lang zeige ich euch wirklich komplett, wie ihr Schnitte erzeugt im 3D-Modell, die ihr dann nutzen könnt für Schal- und Bewährungspläne. Ich zeige euch, wie ihr Stabfunktionen benutzt, wie ihr Bewährungsmatten einsetzt, wie ihr die Schattierungen für die Durchbrüche macht, wie ihr Maßlinien und Koten einstellt. Und ich lasse nichts aus, also ich zeige nicht nur an kleinen Beispielen, sondern ich mache die ganze Wand von vorne bis hinten mit euch durch. Auch die Einbauteile sind mit dabei, die ihr natürlich kostenfrei auf www.subgrab.de erhalten könnt. Und am Schluss auch die Planzusammenstellung, ganz wichtig. Also Schal- und Bewährungsplan jetzt komplett von vorne bis hinten. Und weil so ein Aufwand über 2 Stunden nicht einfach mal aus meiner Freizeit rausbrechen kann, unterstützt mich bitte mit einem Like, abonniert den Kanal, damit ihr auch weiterhin solche Formate rauspressen kann. Und jetzt geht's los. Ja, heute wollen wir eine Wand bewähren mit der Stabform, jetzt nicht mit dem Python-Part, damit ihr die Basics lernt in der 3D-Planung. Ja, wenn ihr das Modell erzeugt habt, wenn ihr die Wände zusammenbekommen habt, dann könnte das Ganze so aussehen. Wir nehmen dafür mal das Erdgeschoss her. Ja, was gehört zum Erdgeschoss dazu? Wir müssen natürlich die Wände im Erdgeschoss, die brauchen die Decke darüber und die Wände darüber und die Wände darunter. Also, wir müssen natürlich wissen, ob zum Beispiel, jetzt wenn wir die Wände Erdgeschoss haben, ob von den Wänden darunter Anschlusseisen kommen oder nicht, oder ob da Einzelfundamente, Streifenfundamente waren. Haben wir in dem Fall nicht. Wir haben nur eine Bodenplatte und wir haben die Wände darüber und dort können wir dann Anschlussbewährung direkt in die obere Etage setzen. So, jetzt haben wir hier in dem Fall, nehmen wir einfach mal diese Wand, denn die hat zumindest eine Öffnung drin, eine Tür. Ja, ich würde jetzt mal sagen, wir werden noch eine Tür, ein Fenster noch einbauen. Okay, wenn ich jetzt mit einem Assistenten arbeite, ist es natürlich doof, weil ihr habt ja meinen Assistenten nicht. Jetzt muss ich wirklich schauen, wo ist denn überhaupt Fenster? Ja, wo kann man da Fenster einbauen? Fenster, jawohl. Wir können jetzt erstmal schauen, in welcher Wand. Also wir nehmen uns eine Linie der Wand heraus und je nachdem, auf welcher Seite die Maus von der Wand steht, also wenn wir jetzt oberhalb sind, dann sehen wir den Absetzpunkt auf der rechten Seite. Seht ihr das? Der Absetzpunkt ist auf dem Fenster auf der rechten Seite. Wenn ich jetzt mit der Maus nach unten wandere, dann ist der Absetzpunkt auf der linken Seite. Was hat das zu bedeuten? Das heißt für uns, wir geben ja das Maus meistens von einem Werkplan ein für das Fenster. Und je nachdem, ob wir jetzt zum Beispiel, wenn wir hier das Fenster setzen, könnten wir den Lichtabstand zwischen Tür und Fensteröffnung messen. Wenn wir jetzt nach unten gehen, dann könnten wir zum Beispiel von der Außenkante der Wand oder von der Innenkante der Außenwand gehen. Machen wir es mal so. Wir klicken jetzt einmal ab. Jetzt erscheint hier ein Pfeilchen und dieses Pfeilchen sagt, von hier der Abstand wären jetzt 1,85 Meter. Passt dir das? Jetzt könnte ich sagen, nee, ich möchte genau 1,0 haben. Jetzt wäre genau hier der Abstand 1,0. Jetzt werde ich nach der Öffnungsbreite gefragt. Machen wir mal 8,5. Jetzt haben wir 58 cm hier das Fenstermaß. Wir escapen und haben hier gleich das Loch drin. Wenn wir auf die Fensteröffnung einen Doppelklick machen, dann können wir dann natürlich noch die Höhe einstellen. Hätten wir auch vorher machen können. Aber jetzt haben wir zum Beispiel hier die Öffnungsbreite. Wir haben hier eine gute Skizze und wissen genau, was wir einzugeben haben. Ich kann auch hier auf Höhe gehen und hier haben wir wieder die Bezugsebenen. Das heißt, ich orientiere mich an der EG-Unterkante, gehe 1 Meter hoch, das passt ja ungefähr, und jetzt habe ich die Möglichkeit, auch von der unteren Ebene wieder 2,01 Meter nach oben zu gehen, oder ich habe eine Absoluthöhe, oder ich gebe jetzt einfach so ein, dass ich sage, das Fenster hat jetzt 85 cm Höhe. Das ist jetzt die Höhe. Dann sage ich okay. Möchte ich eine Schwelle angeben oder nicht? Ich will eine Schwelle angeben und habe jetzt hier mein Fensterchen angebracht. Genau, und das wollen wir natürlich jetzt irgendwie dann auch bewähren. Genau, das bewähren wir jetzt mit der Stabform dann. Damit wir das Ganze bewähren können, ist es wichtig, die Schnitte richtig zu setzen.
Da müssen die Schalplaner wirklich gut aufpassen, dass die Schnitte gut gesetzt werden. Bloß falls ihr euch fragt, warum die Bodenplatte hier über den Abstand für die Schalung hat und hier nicht, ich habe noch einen weiteren Bau hier angefügt gehabt und da gibt es noch einen weiteren Bauabschnitt deswegen. Okay, gut, aber jetzt erstmal dazu. Jetzt könnte es noch sein, dass wir hier vielleicht irgendwo machen wir noch eine Innenwand rein, auch wenn wir eigentlich gar keinen Platz dazu haben. Machen wir mal hier 25 cm, machen wir hier irgendwo, drehen wir das Ganze um 2 Meter und dann schließen wir das Ganze ab. Wir übernehmen einfach die Türöffnung, indem dass wir Doppel-Rechtsklick machen auf die Türöffnung und haben die Funktion wieder in unser Altplan drin. Sagen wir, hier wollen wir irgendwie die Tür setzen. Wir könnten hier auch noch die Breite angeben, zum Beispiel mal 8,1 Öffnungshöhe, ja passt. Und mit Schwelle eigentlich nicht. Hier haben wir keine Schwelle. Und hier der Abstand von hier nach hier wäre jetzt 0,38. Da macht man 0,25 draus. Bestätigen einmal und dann haben wir hier auch eine Öffnung. So. Jetzt aus meiner Sicht müssten wir noch etwas hinzufügen. Wir brauchen noch ein Einbauteil und das ist ein Rückbieganschluss, der von der Außenwand zur Innenwand läuft. Welche Wandstärke haben wir hier? Eine 20er. Jetzt könnt ihr auf der Homepage von Subgrade kostenfrei den Rückbieganschluss herunterladen. Da ist momentan der Comax enthalten von Betomax. Es wird dieses Jahr noch die Fairbox von Habau und die Starbox von Max Frank kommen. Also da dürft ihr euch freuen. Da haben wir jetzt dann bald drei Rückbieganschlüsse drin. Das wird bombastisch. So, jetzt gehen wir auf Betomax. Wir refreshen mal und sagen kein Sondertyp, wir wollen zweireihig, wir wollen ein S1, so ein Standardtyp. Ne? Und ich nehme jetzt den RBA Finder. Ich sage, ich habe eine 20er Wandstärke. Schaut einfach zu und Betondeckung 2,5 passt. Grundbewehrung keine 10er wie Q524A. Ne, machen wir 8. Da haben wir 335A. Ja, das könnte sein, dass der drin eine 335A ist. Jetzt möchte ich den RBA Finder anzeigen lassen. Den setze ich jetzt hier in der Mitte ab. Und das heißt jetzt, hier ist die Betondeckung, hier ist die Grundbewehrung. Unser Rückbieganschluss muss also zwischen diesen zwei Kanten liegen. Dann passt das. Ich schließe das Ganze mal. Und wir sehen, unser Rückbieganschluss, das rote hier, der liegt tatsächlich zwischen diesen zwei Kanten. Also wird er passen. Hier die Grundbewehrung 2. Horizontal- und Vertikalstäbe der Matte dann. Also das ist jetzt einfach mal vorgebeugt. Und dann passt es. Jetzt kann ich da wieder reingehen. Ich deaktiviere den RBA Finder, denn der verwirrt mich bloß. Und habe jetzt hier den Rückbieganschluss gesetzt. Aber ich möchte noch die Höhe anpassen. Sieht man hier. Gehe ich jetzt einfach auf Messen, Koordinaten. Deaktiviere den Bewegungsmodus. Hole die Oberkante der Bodenplatte. Und habe jetzt hier die Z-Koordinate minus 0,10. Dann gehe ich hierher und gebe auch hier in der Verschiebung Z minus 0,10 ein. Ich hätte auch das Ganze verschieben können, aber so ist es einfacher. Und ich kann jetzt auch in die 3D-Perspektive reingehen. Der Bewegungsmodus ist deaktiviert und ich kann das Ganze von der Höhe anpassen. Da ich aber den Standardtyp gewählt habe und keinen Sondertypen, kann ich maximal auf 1,25 m gehen, denn das ist die Lagerware. Jetzt könnte ich aber sagen, ich mache einen Sondertypen draus. Jetzt habe ich auf einmal die Möglichkeit, das Ganze auf 2,50 m zu verlängern. Ist aber dann kein Standard mehr. Ne? Und jetzt klicke ich einfach die Oberkante der Wand an und jetzt hätte ich einen Sondertypen da drin mit diesen Konstellationen. Ich sage, finde mir bitte den nächst freien Kurztext. Das wäre jetzt der RBA 6. Den speichern wir einmal ab und schließen das Ganze. So. Jetzt haben wir schon mal eine gute Vorbereitung. Jetzt ist unser Modell erstmal fertig für diese Wand. Diese Wand wollen wir bewehren. Und genau. Alles mit der Stabform. Jetzt gehe ich hier. Was habe ich denn hier schon bewehrt? Ich schaue bloß mal. Okay, die hätte ich schon bewehrt. Löschen wir einfach alles wieder. Ha, so einfach geht es. Teilbildinhalt löschen, Teilbildnamen nicht. Löschen. Yep. So, eigentlich müssen wir jetzt einen Übersichtsplan machen. Ich gehe jetzt davon aus, einfach, das ist die Wand 1. Okay? Wir brauchen als erstes Detailschnitte. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr die Detailschnitte am besten macht, damit ihr hinterher wenig Probleme habt.
Wir schauen uns nochmal das Modell an. Okay, hier. Wir machen erstmal eine Ansicht von dieser Wand. Wir brauchen eine Ansicht von dieser Wand. Die machen wir aber nicht mit der Standardansicht, sondern wir machen das Ganze mit einem Schnitt. Die Baufirma wird aber jetzt nicht von der Seite hier drauf schauen. Also, die Baufirma schaut jetzt nicht von hier auf die Wand. Super schöner Pfeil. Ja, also es soll ein Pfeil sein, ne? Also die Baufirma schaut nicht von außen nach innen, denn dann würde sie da vielleicht, hier ist hier eine Böschung oder hier ist Dreck oder sonst irgendwas, die stehen in der Bodenplatte drin und schauen von innen auf die Wand. Das heißt, wir müssen genau die Ansicht, die erste Ansicht müssen wir von der Seite betrachten, okay? Also, ich lösche das Ganze wieder raus. Wir sind auf Detailschnitte und erzeugen jetzt einen Schnitt. Den Schnitt, ich mache das so. Also Höhe aus Elementen kann man machen und dann anpassen. Oder man kann auch die Oberkante gleich jetzt suchen und die Unterkante auch. Das mache ich auch. Ich habe hier wieder mein 3D-Modell. Ich deaktiviere wieder meinen Bewegungsmodus. Am besten macht ihr sogar die Perspektive aus. Und jetzt, das müsste ich vielleicht vorher zeigen. Ja, wurscht, mache ich dann. Jetzt messen wir die Koordinaten. Messen Koordinaten, Oberkante, Bodenplatte. Na, machen wir die Unterkante, Bodenplatte. Minus 0,35. Also wir haben die Unterkante minus 0,35 und unterhalb gehe ich noch 25 cm nach unten. Das will ich noch anzeigen. Könnte ja ein Streifenfundament oder eine Wand oder sowas sein. Wenn es eine Wand ist, meistens sogar 75, aber jetzt in diesem Fall, da kommt gar nichts mehr. Wenn nichts mehr kommt, mache ich 25 cm. Wenn noch was drunter wäre, 75. Ich bestätige einmal mit Enter. Jetzt mache ich dasselbe Messen, Koordinaten, Oberkante, Decke. Ist die 260, also hier 260 eingeben, plus 0,75. Warum plus 0,75? Weil ich Anschlussbewehrung habe, wenn es 8er Eisen sind, zum Beispiel eine Q335A, hat zwar 7er, glaube ich, aber ist egal, dann ist die Übergreifungslänge, glaube ich, 45 cm im C2530 und ich mache dann 50 cm draus, dass ich auf Nummer sicher bin. Und dann habe ich noch 25 cm Spiel, dass ich noch das ganze Eisen anzeigen kann. Also, hier die 3,35. Jetzt gehe ich hierher an diese Kante, gehe ich minus 0,25, weil hier habe ich wieder nichts. Also immer wenn ich nichts habe, gehe ich 25 drüber. Hätte ich hier ein Bauteil, gehe ich 75 drüber. So mache ich das. Und ich gehe einen Zentimeter nach oben. Das heißt, ich möchte nicht hier an der Kante schneiden, sondern einen Zentimeter weiter oben. Selbe Spielchen jetzt hier. Jetzt habe ich aber hier eine Bodenplatte, deswegen gehe ich an die Endkante der Bodenplatte, gehe auch hier 25 cm drüber hinaus und jetzt hier in dem Minusbereich 0,1 wird mir jetzt nicht reichen, denn ich habe hier einen Balkon. Also muss ich, es ist einfach immer dasselbe Spielchen. Jetzt mache ich halt einfach 25 cm, damit ich den Balkon mit anschneide. Mache Enter. Jetzt habe ich den Kreuzpunkt von hier nach hier, einmal Escape und jetzt habe ich die Ansicht. Jetzt muss ich noch schauen, dass ich die Deckenuntersicht auf jeden Fall deaktiviere, sonst ist alles spiegelverkehrt. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, in welche Richtung ich denn blicken soll. Ich schaue von hier nach hier auf die Wand, nenne das Ganze jetzt WA01.0, das ist meine Schnittbezeichnung. Und jetzt habe ich wunderbar alles, was ich brauche, richtig gleich hier. Ich gehe einmal auf Beschriftungen. Ich will eine Überschrift haben und ich sage, links oben möchte ich die Überschrift haben. Abstand vom Schnitt 10 mm. Vielleicht mit Achsen wäre es ein bisschen schwierig. Machen wir 15. Zusatztext, in dem Fall Ansicht. Und jetzt könnt ihr das Ganze natürlich auch speichern und sagt Ansicht, genau, Wand. Okay, dann habt ihr diese Daten mal gespeichert. So, jetzt gehe ich hier zurück. Die Einstellungen kann ich jetzt so übernehmen. Und setze das Ganze einfach mal hier ab. Jetzt aufpassen, das ist jetzt nicht spiegelverkehrt. Das Fenster ist mir jetzt hier, weil wir schauen von innen nach außen. Okay? Jetzt gibt es die Überlegung bei mir, dass ich einfach sage, okay, ich habe jetzt hier Ansicht WA01 minus WA01. Das wäre jetzt richtig, wenn es ein Schnitt wäre, aber wir fungieren ja das Ganze als Schnitt, als Ansicht. Den Schnitt fungieren wir als Ansicht. Deswegen gehe ich jetzt hier mit einem Doppelklick rein in die Beschriftung und ändere einfach das hier auf WA01. Okay.
So, warum habe ich das jetzt gemacht? Warum habe ich es dann überhaupt WA01.0 genannt? Weil ich den ersten Schnitt WA01.1 nennen möchte, den nächsten WA02 und so weiter und so fort. Was man jetzt noch machen könnte, wenn man den äußeren Rahmen hier anklickt, könnte man das Ganze auch so einstellen. Dann sieht man hier das Grau der Wände. Ich finde das nicht schlecht, weil dann bräuchte ich aus meiner Sicht die Öffnungssymbole hier gar nicht eingeben, weil man sieht genau, wo ist denn die Betonwand und wo nicht. Oder ich könnte das Ganze auch so machen, schaut auch cool aus, ne? Dann könnte man hier das Ganze so bewähren. Das ist so ein Standard, den jeder benutzt, klar, verstehe ich auch. Und dann werden hier diese Öffnungssymbole eingesetzt. Die habe ich bei mir im Assistenten drin. Nämlich so ein Öffnungssymbol, setzt das hier ab, diesen Punkt hierher. Kommt auf dasselbe Detailschnitte. Ja, ich weiß, es gibt vom Nemo da so ein Öffnungssymbol. Ich benutze das aber jetzt selber nicht, aber das heißt jetzt nicht, dass ihr das nicht benutzen dürft. Dieses automatische. Ich mag es eigentlich so. Okay? Und dann brauche ich das ganze Spielchen nochmal. Hier kann ich das spiegeln. Hier oben, denn hier habe ich ja auch eine Tür. Eine Öffnung. So. So wäre es jetzt eigentlich richtig, ne? Aber wie gesagt, mir gefällt das so nicht ganz. Für mich ist das nicht eindeutig genug. Für mich ist das eindeutig genug. Das Einzige, was mir jetzt nicht gefällt, das ist mir zu dunkelgrau. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal auf diese Wand. Dann ist die ich will die untere öffnen. Doppelklick auf die untere Wand. Stielfläche ist NC Beton. Orbiton Surf. Das ist die Farbe. Die mache ich jetzt einfach heller. Nehme ich eine. Oh, halt, stopp. Nicht Farbname. Okay. Farbname machen wir mal die 28. Machen wir die 29. Okay. 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 Und jetzt seht ihr, wurde das Ganze hier schon viel heller in meiner Ansicht. Schaut doch echt klasse jetzt aus. Jetzt gehe ich nochmal da rein. Ich möchte es noch eine Nuance heller haben. Also wieder auf meinen Ortbeton in dem Fall. Oberfläche anpassen. Nehme wieder die Farbe, Farbname, ich mache es noch heller. 31, eieieiei. Okay, okay, okay. Und jetzt haben wir es hier, also jetzt haben wir hier ein ganz klares Weiß und hier ein Grau. Oh, das war fast ein Ticken zu hell. Jetzt mache ich es ein letztes Mal und da muss es passen. Oberfläche anpassen. Farbe, Farbname. Ja, und ich weiß, es gibt viele, wie macht man den 28 reinpasst. Es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Wichtig noch, genau, ich mache hier die Oberfläche, ich stelle die hier gleich transparent. Ich weiß, das kann man auch über die Objektpalette machen, aber wenn ich jetzt sowieso immer beim Bewähren bin, dann möchte ich das für mich dauerhaft haben, dass der Beton durchsichtig ist und dann sehe ich hier den Rückbieganschluss und auch die Bewährung. Das mache ich, bevor ich eigentlich zum Bewähren anfange. Gut. Jetzt haben wir die erste Ansicht. Ich finde es genial so. Ich weiß, dass viele jetzt einen Horror hier bekommen. Und ich sage, genau das gefällt mir. Denn das ist jetzt einfach selbsterklärend. Das ist kein Standard, richtig? Das ist jetzt kein Standard, den wir hier eingestellt haben. Aber es ist wirklich selbsterklärend. Wo ist denn eine Öffnung, wo nicht? Also theoretisch bräuchte ich aus meiner Sicht diese Öffnungssymbole nicht. Jetzt möchte ich nur noch eins kontrollieren. Bei Format T. Hier möchte ich die 11 drin haben und ich möchte die... Oh, ist es überhaupt das Richtige? Scheiße, ne? Ich möchte diese Linien da... Das müsste doch eigentlich das da unten sein. Mal anwenden. Oh, komplett falsch. Ich bin so doof. Wo sind denn die Linien drin? Sind es die Schnittlinien? Macht Sinn, oder? Die Nummer 4. Mal anwenden. Ja, das sind die. Die möchte ich immer auf blau haben. Ja, gefällt mir besser. Der Rest scheint zu passen. Das speichere ich jetzt einfach nochmal ab. Und sag Schnitteinstellungen 01, keine Ahnung. Gut. Jetzt weiter im Programm. Wir machen einen Doppelrechtsklick auf diesen Schnitt. Dann haben wir wieder die Schnitteigenschaften von Oberkante, Unterkante und so weiter und so fort. In dem Fall brauche ich aber nicht die Höhe aus den Elementen, denn ich möchte hier durchschneiden, einen Grundrissschnitt machen.
Damit ich den Grundrissschnitt machen kann, könnte ich jetzt in den Grundriss des Originalmodells gehen oder auch einen Schnitt in diesen Schnitt machen. Damit ich das machen kann, muss ich an die äußere Kante dieses Schnitts, also hier habe ich zwei Linien, vorausgesetzt, ich habe die Schnittlinien aktiviert. Jetzt klicke ich an die äußere Kante einmal drauf. Ihr seht, das wird blau markiert bei mir. Einmal klicken. Und jetzt suche ich mir einen schönen Ort aus, wo ich die Tür und Fenster am besten beide gleichzeitig durchschneide. Mir gefällt zwar jetzt nicht die Höhe, der Höhenunterschied, aber kann es ja auch mal geben. Deswegen mache ich das Ganze so. Jetzt gehe ich bis zu der Kante hin und gehe noch einen Zentimeter nach unten. Escape. Ich erkläre gleich warum. So, und jetzt habe ich die WA011. Seht ihr das als Schnitt? Genauso möchte ich es haben. Aber ich entferne jetzt vielleicht so. Schnitt 1,1. Von oben nach unten. Und jetzt haben wir hier den Grundriss. Den legen wir jetzt einmal ab. Und ihr seht jetzt wieder, ich habe jetzt hier wieder dieses Grau. Ich finde es genial. Ich sehe genau, wo die Öffnung ist und brauche jetzt hier keine Öffnungssymbolik wieder einbauen. Was ich noch machen muss, ist, ich klicke hier einmal in den Schnitt innerhalb rein, ohne dass ich irgendein Bauteil markiere und kann jetzt hier zum Beispiel den Schnittbereich größer machen. Ich kann aber auch natürlich mit Punkt modifizieren. Rechtsklick, das Zoomzeichen kommt, hier und hier einmal auswählen. Und ich gehe jetzt von hier wieder 75 cm nach oben, 0,75. Dann habe ich hier wieder 50 cm Übergreifung ab hier, oder 45, und habe dann wieder 25 cm Platz. Was mir jetzt wieder nicht gefällt, sind diese Schnittlinien. Also wieder ein Doppelklick rein, Formate einstellen, ich lade das Ganze, Schnitteinstellungen anwenden und jetzt habe ich die wieder in Blau. Schließe das Ganze wunderbar. Und habe das Ganze jetzt hier drin mit Rückblickanschluss. Aber Vorsicht, einmal kontrollieren, Escape, Escape, Escape. Wir klicken einmal eine Außenwand an, hier, und sehen, oh, die ist aber hier auf der anderen Seite. Jetzt müssen wir den Schnitt einmal drehen. Woher kommt das? Das kommt daraus, weil wir den ersten Schnitt nicht von unten nach oben gemacht haben, sondern von oben nach unten. Und der nächste Schnitt, der dann horizontal wird, der ist dann von der anderen Seite. Das heißt, wir müssen jetzt einfach nur den Schnitt drehen, auf gar keinen Fall spiegeln. Also bei mir Steuerung D. Im Grundriss wollen wir das Ganze drehen. Also den Schnitt. Von welchem Punkt aus? Zum Beispiel von dem und dem. Und dann einmal salopp hier rumdrehen. Nochmal verschieben. Von hier nach hier. Von hier nach hier. X fest. Und jetzt gebe ich 1,5 Meter nach unten. Damit ich für Auszüge und so weiter und so fort genügend Platz habe. Ich mache das Ganze im Maßstab 1:25. Was mir jetzt nicht gefällt, ist irgendwie diese Überschrift, Ansicht, weil die ist irgendwie so klein. Wie klein ist denn die? 2,5, das ist mir zu wenig. Ich gehe da nochmal rein. Beschriftung Einstellungen. Überschrift hier, Textparameter einstellen. Ich mache immer 4. Und anwenden. Einmal zurück. Ich brauche hier keinen Zusatztext. Anwenden, also einfach nur zack. Hier doch Schnitt brauche ich. Anwenden, jetzt. Und jetzt kann ich hier Schnitteinstellungen Wand anwenden. Oder anwenden. In dem Fall gefällt es mir fast so besser, weil ich hier halt die Kante dann habe. Aber theoretisch sehe ich dann hier den Beton und hier eben nicht. Ja, jetzt könnte nur der eine sagen, ja, siehst du ja gar nicht die Bodenplattenüberstand. Brauche ich den auf diesem Grundrissschnitt? Ich weiß nicht. Und wenn ja, dann würde ich den jetzt in 2D ergänzen. Ich würde jetzt nicht den Schnittbereich bis hier runterziehen, dass ich die Bodenplatte noch sehe. Hoppla. So würde ich es jetzt nicht machen. Bringt mir für die Wand eh nichts, weil die Bodenplatte ist schon da. Ich würde es so machen. In dem Bereich so. Und den Bereich von der Kante, also nicht hierhin, sonst habe ich diese zwei Linien nicht. Ich möchte diese zwei Linien noch haben, deswegen gehe ich hier 0,01 cm nach unten, habe die zwei Kanten und bin zusätzlich nicht hier in der Betondeckung drin, sonst würde ich alle Eisen in diesem Schnitt sehen, die unterhalb von dem Schnitt, von dem Fenster liegen. Dann wären da auch Saumbügel dabei und so weiter und so fort. Und das möchte ich eben gar nicht haben. Gut. Nächster Schnitt. Wieder Doppelrechtsklick hier drauf.
Wir machen es von hier, Doppelrechtsklick hier drauf. Wir haben die Schnittbezeichnung 1,2. Haben wir hier irgendwas noch? Nee, passt alles. Erstmal. Und jetzt schneide ich einmal hier durch, durch die Tür. Gehe hier wieder rein. Bis Unterkante der Linie 0,01 nach links. Escape, schau von rechts nach links drauf. Da ist ein Fehler unterlaufen. Nochmal. Doppel Rechtsklick. Außenkante des Schnitts. Das haben wir wahrscheinlich vorhin vergessen. 02. Und jetzt hier. Von der Kante Schnitt bis Unterkante Schnitt. An der Tür. 1 cm nach links. Escapen. Von rechts nach links schauen, Deckenuntersicht aus. Jetzt müsste es passen. Jetzt haben wir das Ganze hier. Setzt man einfach ab und wir verschieben es noch in die richtige Position. Aber bevor wir es verschieben, gehen wir wieder einmal auf den Schnitt drauf. Hier möchte ich nach links 0,75 wieder haben und von hier 0,25. So, jetzt schaut es sauber aus. Wir machen einen Doppelklick hier drauf. Der erste Anwendungsfall anwenden, fertig. So, von hier 1 Meter nach rechts, wunderbar. Hier müssen wir uns vorstellen, hier ist noch eine Demo, die ergänzt sich dann einfach in 2D. Da ist die Kragplatte. Die Kragplatte wird besonders gesondert bewährt, kommt dann bei der Decke mit, deswegen deute ich die hier nur an in diesem Fall. Was ich aber andeuten möchte, wäre vielleicht ja noch der Kragplattenanschluss. In dem Fall ist er auch von Subgrade erstellt worden, also mit dem Tool von Subgrade. Das möchte ich jetzt noch ergänzen. Ne? Dazu muss ich in die Schnitteigenschaften rein. Ansicht und Schnitten modifizieren. Da markiere ich mir alle Schnitte hier und sage, ich möchte noch ein Teilbild hinzufügen. Minus Modell, Gebäude 1, Erdgeschoss, Einbauteile, Decke. Hinzufügen, okay, und anwenden. Und jetzt seht ihr, habe ich auch den Kragplattenanschluss hier ergänzt. Schauen wir mal, ob ich hier gelayert habe. Das heißt, wenn ich den Layer jetzt hier einstelle auf Schalplan, ja, dann werden die Eisen deaktiviert, die werden nicht mehr dargestellt. Aber wenn wir es jetzt hier noch grau sehen, in der Planzusammenstellung sehen wir diese Eisen dann nicht mehr. Dann sehen wir nur den Kasten und genauso ist es auch beim Rückbieganschluss. Da sehen wir dann auch nur den Kasten. Und wenn wir das Ganze dann auf Bewährungsplan einstellen, dann sehen wir die Eisen wieder. Gut, so will ich das haben. Ich könnte jetzt auch mal hier schauen, wie schaut es denn hier mit dem Schalplan aus. So wird es ausschauen. Coole Geschichte. Ich finde es stark. Ich finde das Grau auch toll. Ihr könnt jetzt sagen, was ihr wollt. Ich finde es super. Jetzt schaut das Graue wieder so dunkel aus, oder? Naja, gut. So viel dazu. Jetzt möchte ich aber noch einen weiteren Schnitt ergänzen, bevor ich mich zu lange aufhalte. Also wieder Doppelrechtsklick auf einen vorhandenen Schnitt. Ich möchte, Moment, von diesem Schnitt gehe ich wieder hier drauf, einen Schnitt haben, gehe wieder in die Mitte ungefähr vom Fenster. Ich könnte auch mir zwei Punktelemente holen. Jetzt bin ich genau in der Mitte, X fest. X fest, minus 0,01, escapen, von rechts nach links, ich habe die WA1.3, Schnitt 1.3, habe ich da jetzt wirklich Ansicht drin stehen, das mache ich dann, ändere ich gleich ab. So, jetzt kann ich das Ganze wieder hier absetzen, einfach mal irgendwo absetzen, wieder einmal in den Schnitt rein. 0,25 nach rechts, hier wieder draufklicken, an dem Eckpunkt her, minus 0,75, escapen, hierher, von hier nach hier, 1 Meter, und jetzt, wenn ich hier mit einem Doppelklick reingehe, Darstellung, Einstellung, oh, äußere Rahmen, Formate, auch nicht, Schriftung, klar. Schnitt, Enter, anwenden,
Äußerer Rahmen haben wir gerade gesagt. Beschriftung Schnitt anwenden, schließen. So gefällt mir das. Jetzt habe ich zwei Schnitte, die uns weiterbringen im Leben. Also einmal den Schnitt und einmal den. Einer hier würde uns nicht viel bringen oder einer hier auch nicht viel. Das Einzige, was man jetzt noch machen könnte, ist hier einen Schnitt anzubringen, dass man sagt, hier ist dann der Rückbieganschluss detailliert, aber für was? Es ist ja ein Rückbieganschluss drin. Ich glaube, die Baufirma weiß, was das ist. Gut, also ich würde es jetzt nicht tun, ganz ehrlich. Das Einzige, was ich jetzt ergänzen würde, ich gehe in meinen Assistenten, in meinen Schalplan und hole mir eine Betonierfuge und jetzt setze ich noch im Detailschnitte, Teilbild, überall meine Betonierfugen. Ach ja, übrigens hier, dieses Symbol nicht verachten, das ist liken, teilen und kommentieren. Das wäre jetzt der richtige Zeitpunkt. Während ich hier da ein bisschen Kosmetik hier wieder mache. Dann können wir was so. Dann sparen wir uns einmal das Escape klicken. Yuppie-dubi. Also auch hier ist gestrichelt, weil hier der Balkon dahinter ist. Passt. Und den Kragplattenanschluss haben wir hier auch. Hier stellen wir noch kurz was um. Haben wir schon gesehen. Anwenden. Super. Ja, was brauchen wir noch? Habe ich hier irgendwo noch eine Linie? Ich nehme mal eine normale Linie in meinen diesen Assistenten. In meinem neuen hätte ich es. Gut, ist halt jetzt so. Machen wir halt eine neue Linie. Also, hier Linie. Keine Musterlinie, bitte. Wir haben KO3. Und jetzt setze ich hier noch eine Schwelle, wenn ich denn möchte. Es gibt hier keine Schwelle, das ist mir bewusst. Aber ich finde, es schaut trotzdem besser aus, wenn die Tür hier eine Schwelle bekommen würde. Gut, das passt mir soweit. Man könnte jetzt noch sagen, okay, wir können jetzt hier noch eine Beton... Ja, aber eigentlich ist kein Betonierabschnitt, das wird gemeinsam betoniert. Wir wissen nicht, wo die Baufirma was, welche Wände mit betoniert. Außer hier, hier bräuchten wir es. Die Innenwand wird nicht mit betoniert, das ist schon mal sicher. Gut. Was brauchen wir jetzt noch für den Schnitteplan? Erstmal nichts mehr. Wir gehen jetzt hier in dem Fall in das Teilbild Schalplan. Haben hier Detailschnitte Schalplan. Und ja, genau. Ich habe jetzt den Grund, warum ich wirklich alles hier auf der linken Seite bewähre und schale. Auch wenn ich es nicht BIM-konform exportieren muss. Wenn ich Decken bewähren will ins nächste Geschoss, das funktioniert auf der rechten Seite nicht, sondern auf der linken Seite. Herzliches Dankeschön da von der Alplan Schweiz, die mir das erklärt hat. Danke dafür, genau. Und jetzt gehe ich einfach hier weiter im System. Also jetzt bin ich im Schalplan. Ich hole mir meinen Assistenten Schalplan. Schalplan, Farbe, Schraffur. Die Layer bitte auch vom Schalplan. Okay. Und in meinem Assistentchen, der jetzt irgendwie nicht mag. Jetzt ist aber da. Genau. Aber hier die Möglichkeit, mir Maßlinien zu nehmen, die ich jetzt so voreingestellt habe. Da mache ich jetzt zum Beispiel hier ein Gesamtmaß oder ein Standardmaß. Standardmaß ist für mich, ja, ich weiß, normalerweise macht man das immer an der Seite. Ich mache trotzdem meine Beschriftungen innerhalb. Das ist meine erste Kante, meine zweite. Es geht hier um die Wände. Ich mache trotzdem den Bodenplattenüberstand hier mit dazu und klicke jetzt alle meine relevanten Punkte ab. Und wenn das immer an einem Referenzpunkt ist, also ein relevanter Punkt, dann kann ich das Ganze auch kontrollieren. So mache ich das. Ich glaube, das gibt es aber... Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es in der Action Bar vorhanden ist. Ich mag es jetzt mal bei mir ohne Action Bar. Nein, danke. Weil ich da weiß, dass es da gibt. Also wo es das gibt. Maßlinie. Ich schaue Bemaßung kontrollieren. Markiere alles. Ach, nicht kontrollieren doch. Welche Referenzpunkt? Korrigieren. Nein, nicht korrigieren, kontrollieren.
ist doch das? Bin ich jetzt doof? Was ist denn eigentlich hier los? Dann halt nicht. Dann halt eben nicht. Ich mache es weiter einfach. Gesamtmaß. Hier drüber. Von hier nach hier ist das Gesamtmaß der Wand. 5,87. Moment. Hier sind alle ein. Schwarz ist auch ein. Zwei übereinander angelegt. Ist das wirklich schwarz? Das ist doch blau. Das ist jetzt nicht übernommen, da steht aber Gesamt. Was ist denn das jetzt wieder? Moment, Moment. Drag and Drop. Verschieben wir mal noch hierher. Ja, 2,5. 2,3. 2,3 und grau. Sag bloß. Er nimmt nicht die letzte Einstellung, warum? Was ist denn das jetzt wieder? Das war doch vorher auch nie. Gut. Ich muss mich damit zufrieden geben. Also die Mauslinie lösche ich, weil ich möchte natürlich die haben. Jawohl, jawohl. Jetzt die ist größer. Ich möchte einmal hier das Gesamtmaß der Wand haben. Und dann nehme ich nochmal die Maße von. Bodenplatte steht schon, deswegen interessiert mich die hier nicht, wie stark die ist. Aber die Decke vielleicht drüber. Für Anschlussbewährungen. Auch hier. Zack. Diese Kanten interessieren mich wieder. Kann ich jetzt gleich in die Seitenansicht reingehen. Ich weiß, ich brauche noch hier Koten, deswegen gehe ich etwa hier hin. Das Fenster schon ziemlich weit unten, gell? Egal. So. Jetzt können wir das Ganze hier auch so machen. Einen Zentimeter, sagt man ja. Gehen wir davon weg. Das ist dann 0,25, glaube ich. Wow, machst du mal 25. Gut umgerechnet, Peter. Sehr gut. Sehr gut umgerechnet. Jetzt hole ich mir das Gesamtmaß hier. Aber warum ist es nicht aus dem Assistenten gegangen? Das verstehe ich schon wieder nicht. Gut, muss man aufpassen. Muss man immer aufpassen. Ach, ist das schön. So, ich hoffe, dass es bei der Quote funktioniert. Mit und ohne Linie. In dem Fall nehme ich ohne Linie hier hin. Ich brauche erstmal die Höhe. Dann kann ich jetzt entweder hier über den Schnitt, da weiß ich, in den Kante. Minus 0,60, also diese Kante ist minus 0,60. Das sehe ich auch, wenn ich hier auf Drahtmodell gehe. Was ist denn da hinten? Ach, das habe ich mal gebraucht. Okay, das kann ich rauslöschen. Das ist. Da habe ich was animiert gehabt. Kann ich wieder weglöschen. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. So. So, jetzt haben wir hier das Drahtmodell. Was auch immer das hier ist. Und jetzt kann ich zum Beispiel auch hier messen. Ich gehe halt jetzt einfach in messen Koordinaten. Die hier die Kante kann ich messen, ist minus 0,60, also genauso wie hier. Oder ich kann natürlich hier auch hergehen und sagen, die Oberkante Bodenplatte ist zum Beispiel minus 0,10. Okay. Hier wechsle ich wieder in Animation um und schaue wieder so drauf. Vielleicht so. Vielleicht auch so. Man könnte auch verdeckt machen.
So schaut es mit verdeckt aus. Mit Draht. Sketch. Cool, oder? Mir gefällt's. Machen wir mit Sketch. Das lasse ich jetzt einfach mal so da, bis wir fertig geschaltet haben. So, jetzt holen wir uns die Höhenquote. Hallöchen. Mag den Assistenten schon wieder nicht. Was hat denn der gegen meinen Assistenten? Den muss ich vielleicht nochmal neu abspeichern. Den habe ich von der 23 rausgeholt. Ja, Jutti. Ja, machen wir auf der Ebene. Macht man mittig von der Tür. Setzt man die Höhenquote ab. Ja, rastet es ein. Minus 0,10 ist der Basiswert und der fängt hier an. So. Jupp. Jetzt ist immer die Frage, machen wir es so oder machen wir es so? Ich mag es in dem Fall so. Warum? Das hat bei mir einen Grund, ich weiß gar nicht, ob es die Vorschrift ist oder nicht, weil ich meistens den Platz nicht habe. Den Platz habe ich meistens nicht. Jetzt in dem Fall schon, aber ich mag es trotzdem so. Ich weiß, wenn man es manchmal nicht nach DIN macht, dann kann man mich steinigen. Aber ich denke mir immer, ich mag es so einfach, wie es am übersichtlichsten ist. Der Rest interessiert mich nicht. Jetzt haben wir es so. Wunderbar. Haben wir noch irgendwo eine Höhenquote? Brauchen wir nichts mehr, gell? Nee. Jetzt kann ich das Ganze natürlich auch rüber kopieren, aber hey. Warum? Ich gehe einfach wieder hierher. Minus 0,25. Die minus 0,10 haben wir Oberkanten Bodenplatten. Und. Aha, das hat auch nicht übernommen. Die Linie hat auch nicht übernommen. Ey, was ist denn da los jetzt? Das ärgert mich zwar ein bisschen, aber mein Gott, manchmal ist es halt dann so im Leben. Okay, dann machen wir es halt so weiter. Ich habe am Hotkey Maßlinienpunkt einfügen. Solltet ihr auch haben. Ich habe hierzu die Taste Q. So, jetzt wenn ich das übernehme, da übernimmt das hoffentlich schon. Das ist mal mein. Eieieiei. Und ja, mein Wunsch wäre auch, das jetzt per Cursor-Tasten einfach zu wechseln. Von oben und unten. Das wäre so genial, gell? Das ist auch mein Wunsch. Jutti, jetzt haben wir den Schaltplan fertig. Ich würde nichts mehr drauf machen, außer natürlich die Einbauteile. Es kommt jetzt darauf an, also bei mir kommt die Einbauteilliste auf den Schaltplan. Wenn es bei euch auf den Bewährungsplan kommt, dann auf den Bewährungsplan. Aber ich finde, der Brückbeyondschuss muss ja vor dem Bewähren eingebaut werden, bevor die Bewährung kommt. Aus dem Grund gehe ich jetzt hier auf zusätzliche Module, Einbauteile, Einbauteile beschriften. Oder in dem Fall kann ich natürlich auch hier auf das Einbauteil einen Rechtsklick machen. Oh nein. Doch, assoziativ beschriften, gut. Das ist das letzte Beschriftungsbild ausgewählt. Entweder ich baue mir ein eigenes Beschriftungsbild. Also Einbauteil beschriften geht im Hauptmodell. In der Ansicht würde ich es nicht tun. Ich gehe hier auf Objektbeschriftung. So. Plantext, ja. Und Größe 0,5, 2,2, sind das jetzt Millimeter, Winkel, den Kragplattenanschluss werde ich hier nicht beschriften, weil der kommt in die Decke rein. Hier gehe ich nochmal auf dieses Einbauteil, klicke ich hier drauf. Hier ist auch der RBA 6. So, Trinkpause vorbei. Wir machen uns eine Liste. Ich mache in dem Fall einen Report. Oh, den muss ich auch mal fertig machen. Supports. Hier schaut es zwar wüst aus, aber im Endeffekt ist es nur einer. Bei mir sind es ein bisschen mehr. Ein bisschen. Ich sage sehr oft ein bisschen, gell? Ist also ein bisschen. Ah, ja, seht ihr, genau deswegen. Ich darf hier nur ein Teilbild an. Das Coole ist jetzt wirklich, die Rückbeganschlüsse sind
wirklich noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 jetzt schon belegt. Und in dem Fall habe ich die 1, 1, 3 und 6 an. So, jetzt aber. Ich mache Report nur von den Rückweganschlüssen, die hier auf meiner Wand drauf sind. Also hier die Liste nur von den Rückweganschlüssen. Ein Stück. Wunderbar. Darstellen brauchen wir nicht in dem Fall. Ich setze das Ganze in Altplan ab. Mir gefällt das Rot-Weiß natürlich am besten, weil das Subgrade rot ist. Dann setze ich es vielleicht hier hin. Gut. Fehler gemacht. Wurscht. Löschen wir es halt jetzt raus. Kopf- und Fußteile will ich nicht haben. Und auch diesen Rahmen brauche ich nicht. Ich habe jetzt hier meine Mengenliste. Schaltplan ist komplett fertig für diese eine Wand. Und das Ganze mache ich jetzt auch noch mit Bewährungsplan. Ja, hier rein. Und dafür wechsle ich aber jetzt hier in die Animation. Jetzt könnte ich zum Beispiel auch Sachen ausblenden. Mal die Decke und so. So schauen wir jetzt drauf auf unsere Ansicht und jetzt können wir das Ganze bewähren. So, wie fangen wir an? Bei den Wänden ist jetzt unsere Frage, also die erste Frage ist, wenn wir Matten nutzen. Nutzen wir hier Matten? Ja, nutzen wir mal hier eine Matte, okay? In dem Bereich machen wir Rundstahl. Naja. Hälfte gut. Nee, ich mag es so, wie man es machen würde. Wir machen Matten. Jetzt muss ich mir nur überlegen, möchte ich die Matten, wenn sie identisch sind, vorn und hinten, zwei verschiedene Positionen, oder möchte ich das nicht? Ich zeige mal, was ich meine. Ich habe jetzt hier die Matten bei mir in meinem Assistenten. Ich habe Einzelverlegungen und Feldverlegungen. Ich benutze eigentlich kaum vorne und hinten. Ja, kann man natürlich machen. Feldverlegung ist möglich. Ich bin aber kein Fan von der Feldverlegung. Ich möchte Einzelverlegung und ich möchte das alles kontrollieren und in der Hand handhaben. Das heißt, ich habe jetzt hier eine Mattenbewährung. In welche Ansicht? Hey, habe ich 3D-Bewährung ein? Ja, gut. Also nochmal vorne. In welche Ansicht? In diese Door. Hier 0 eingeben. Hier geben wir hier ein. Wir sehen jetzt von dem Punkt 2,5 cm nach rechts. Das passt. Ansonsten müssen wir hier reinklicken. Aber wir gehen hier rein. Also von der Kante, von dem gehen wir rechts 2,5 cm rüber. Sagen einmal okay. Wir nehmen jetzt hier eine Kuhmatte. Kein Erdbebenbereich, deswegen Q335A. Wir haben keine Randeisen. Ich möchte das Ganze um 90 Grad drehen. Enter. Den Absetzpunkt, den können wir jetzt einfach an einer anderen Position wählen. Zum Beispiel hier. Liegt daran, dass wir gedreht haben um 90 Grad. Deswegen stimmt jetzt hier der Transportpunkt nicht. Muss man halt ein bisschen probieren. Ist ja kein Thema nicht. So, jetzt brauche ich die Höhe. Jetzt messe ich 3 Meter wäre genau die Hälfte zum Beispiel. Ich habe jetzt hier 2,45 Meter, da könnte ich jetzt 2,55 Meter draus machen. Also ich lasse die Matte bis maximal 10 cm hier in die Decke reinstehen und ich mache immer ein Maß, damit das auch hier irgendwie gut ausgeht. Also hier 2, was habe ich gesagt? 2,55, ne? Ja, das würde passen. Jetzt könnte ich sagen, von hier nach hier und dann schneide ich das Ganze hier aus. Hier fange ich mit der Matte an, das macht Sinn. Wenn das Ganze da hier eh eine eigene Bewährung hier drüber kommt, über die Tür, werde ich jetzt diese Matte hier kürzen. Ich nehme den Punkt-Mode, Rechtsklick mit Zoomen-Funktion hier und setze das Ganze von hier minus 0,05 cm weg. Ich mache einfach den Saumbügel größer. Ich weiß, 2,5 cm hätte ich eigentlich nur Betondeckung, aber das mache ich nicht so. Jetzt sehen wir hier, haben wir die erste Matte eingesetzt. Wir gehen jetzt hier durch den Rückbügel durch. Theoretisch ist es möglich, wenn. Ja, die könnten jetzt alles aufknipsen. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt hier in den Punkt Mode rein. Diese Matte verlegen wir bis hierhin.
Das machen wir alles mit Rundstahl. Da machen wir so ein L draus und in der hinteren Verlegung gehen wir bis hin zur Tür. So mache ich das wirklich. Hinten in diese Ansicht wieder die 0 hier in der Bauteildicke. Hier klicken wir hier rein und sagen, jetzt brauchen wir 2,5 cm, 0,025, Enter, halt andere Richtung, nochmal Enter. Okay, also von der Kante 2,5 cm nach links. Okay, wir haben immer noch die 2,55 in der Höhe. Die Breite lassen wir mal so. Wir werden die Diagonale in die andere Richtung lenken. Das passt, schmeckt mir alles so. Ich nehme die untere Kante so und habe jetzt hier die Bewehrungslage so drin. Ich punktmodifiziere von hier. Jetzt mache ich hier meine 5 cm, minus 0,05. Und hier werde ich das so einen Bügel einlegen, okay? Der hier 45 übergreift und ab hier 45 übergreift. Also mindestens 45. Lösche wieder raus. Hier werde ich auch alles mit Eisen machen. Hier unten könnte ich eine Matte hinlegen. Also ich komme hier in den Mattenbereich. Hier oben könnte ich auch eine Matte noch hinlegen. Ich könnte aber auch alles hier genauso wie mit der Tür machen. Normal ist ja das Fenster ein bisschen höher, weil es ist ja Oberkante gleich mit der Tür. In dem Fall mache ich es aber so, wie es ist, wie die Gegebenheiten ist. Aber ich überlege mir halt vorher, wo mache ich denn die Matte rein und wo nicht. Also ich habe jetzt wieder hier einen Doppel-Rechtsklick gemacht an der Voransicht. Hier draufklicken, wieder die 0, passt alles. Ich mache die Vorderseite ist an der Kante. Ich mache die 0,025 hier rein. Okay. 2,55. Ich könnte das Ganze aber auch kopieren. Ha, das passt perfekt. Das passt perfekt. Jetzt will ich bloß die andere Seite finden. So. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Die Matte gefällt mir. Da gefällt sie mir wirklich. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ich müsste jetzt eigentlich hier den Bereich alles ausschneiden aus meiner Sicht. Muss ich das? Ja, hier kommt Schlossene rein. Hier kommt ein Steckbügel rein. Hier unten brauche ich es. Hier kommt ein Steckbügel rein. Hier muss ich übergreifen. Hier brauche ich auch was rein. Also auch hier. Also eigentlich müsste ich nur diesen Bereich dann ausschneiden, wenn ich denn möchte. Mache ich dann auch. Okay. In diesem Fall mache ich jetzt kopieren und spiegeln diese Matte. Von hier Rechtsklick, Mittelpunkt hier rüber, zack, zack. Jetzt seht ihr, hier ist der geht die Linie in die andere Richtung. Ist das jetzt die vordere? Mist. Rechtsklick, Position, modifizieren. Nein, das war's nicht. Rechtsklick, Verlegeparameter vielleicht. Genau. Und du. Rechtsklick, Verlegeparameter, die Diagonale, so rum. Super. Super, Bursche. Genau. Wir übergeben jetzt die Layer. Das können wir entweder machen über die Eigenschaften. Das können wir hier das hier anklicken. Das ist die hintere Matte. Sehen wir hier auf dem Grundriss. Dann können wir das so nicht machen. Okay, dann mache ich es so wie immer mit dem Stift. Eigenschaftenformat. Ich nehme mit der Pipette die Eigenschaften von der hinteren Matte und klicke einmal hier drauf. Ah, das hat aber nicht funktioniert. Warum nicht? Ja. Willst du mich verarschen? Neue Position machen. Neue Positionsnummer. Einmal Enter, jetzt geht's. Entschuldigung. Ich habe schon saulang nicht mehr bewährt, merkt man, oder? Aber so ist das eben. Jetzt hat es funktioniert. Super.
Da ich da eh alles ausschneiden werde, mache ich das Ganze so, die Diagonalen so beschriften, passt. Da hätte ich den Layer anders setzen sollen, den möchte ich auf einen Schallplattenlayer setzen. Gut, dann verschwindet der Text. So, jetzt holen wir uns aus dem Assistenten Rundstahl. Ich mache das alles mit allgemein. Macht ihr das, wie ihr wollt. Wenn ihr die Randeinfassung und die Zulagebewährung in den Wänden meint, ihr könnt besser damit arbeiten, wenn ihr das Layer steuert, dann macht das. Ich benutze einfach nur allgemein in den Wänden drin. Hol mir jetzt hier den Steckbügel. Hier nichts drin. Ach, da passen. Betondeckung. Betondeckung müssen wir jetzt aufpassen. Wir haben 2,5 cm plus 1,5. 4. Passt. Hier Schenkellänge 0,75. 0,75. Von hier nach hier. Über Eck eingeben. Jetzt escapen und jetzt müssen wir die Öffnung angeben für den Schenkel. Der ist jetzt auf der Seite und dann sage ich einmal Escape. Jetzt die Beschriftung abbrechen, nochmal Escape. Und hey, warum ist denn das bei mir jetzt immer so abgeschnitten? Egal. Wir verlegen das Ganze von hier nach hier. Aber ich bin eigentlich auf, doch, ich bin schon auf der richtigen Seite. Da geben wir hier den Abstand ein, 0,15. Wir wollen nicht zwei Stück, sondern 0,15. Und sehen auch hier schon in der Vorschau, wie das Ganze hier verlegt werden wird. Das schaut sehr gut aus. Wir escapen einmal und sind glücklich und zufrieden. Wir messen einmal nach mit F3 bei mir, also messen Strecke. Von der Punkt zu dem Punkt haben wir 54. Wir brauchen 45 cm mindestens, also das halten wir ein. Wenn uns jetzt das zu viel ist, dann können wir auch hier 5 cm kürzen. Wir machen wieder den Punktmod hier minus 0,05. Jetzt habe ich das jetzt echt so gemacht. Passt, 49. Die 4 cm, die 4 cm mache ich jetzt aber nicht mehr, das wäre zu klein kariert. Jetzt mache ich noch kopieren und spiegeln. Ich mache hier in diese Wand den Anschluss rein. Und das gefällt mir immer nicht, dass es hier so ausschauen würde. Deswegen verschiebe ich das Ganze noch. Verschieben mit Linksshift einmal die ganze Verlegung. Den Punkt hier abgreifen, Rechtsklick X fest und ich gehe an diese Kante hin. Und dasselbe Spielchen mache ich hier. Y fest und hier. So. Oh, da bin ich aber irgendwo schief gelaufen, ne? Mal wiederholen. So schaut das doch cool aus, oder? So gefällt es mir. Ja, theoretisch müsste jetzt die eine Seite noch. Also ich verschiebe jetzt wieder. Linksshift hier diese Verlegung und nehme dem Punkt zu dem Punkt. Und jetzt seht ihr, so ist es richtig. Und jetzt mache ich wieder einen Doppelrechtsklick hier auf dieses Eisen und mache ein gerades Eisen. Ich wähle mir den 12er aus, Betondeckung gleich auf 0. Bei geraden Eisen mache ich das so. Ich verlege das Ganze von hier nach hier und gehe wieder 10 cm rauf. Zeigst mir, bist du jetzt außerhalb, nicht so an einen Schenkel verlegen. Ich wähle diesen Schenkel aus, gehe hier auf die Stückzahl ein, zwei Stück, Enter und habe jetzt hier zwei Stück verlegt. Hier wird automatisch der Abstand angezeigt, gefällt mir. Und das Ganze kann ich jetzt wieder kopieren und spiegeln. Da wähle ich mir die zwei Basis aus. Von hier Rechtsklick, Mittelpunkt zu der Kante und spiegel das einmal so rüber. Jetzt habe ich hier vier Stück, so passt das. Und jetzt kopiere ich mir. Kopieren und spiegeln. Linksshift diese Verlegung, Linksshift diese Verlegung und hier noch einen blauen Kasten um diese vier Eisen. Rechtsklick, wir beenden das Ganze. Hier Rechtsklick, Mittelpunkt von der nach da und spiegeln das Ganze so rüber. Jetzt haben wir hier auch diese Verlegung. Jetzt wollen wir das Ganze noch hier und hier und hier und so weitermachen, aber ich möchte hier erstmal die Mattenbewehrung ausschneiden, so wie ich es wirklich verlegen würde. Ich würde jetzt in dem Fall, ja, eigentlich würde ich es hier so ausschneiden.
Nee, ich schneide jetzt diesen Block hier weg. Also von. Wie geht das? Hier den Bereich schneide ich weg von der Matte, okay? Ach ja, jetzt rückgängig nochmal. Und Funktionen, Ingenieurbau, Matten und Matten ausschneiden. Von hier nach hier 0,05, hier ist 0,05, escapen und jetzt habe ich hier die Matte ausgeschnitten. Wie ihr seht, sieht man es auch hier in der 3D-Animation. Hier überall kann man das gebrauchen eigentlich noch, die Matte und überall beim Rest, da mache ich selber was rein. Guti, jetzt kann ich zum Beispiel auch hier so eine Verlegung einfach nehmen und kopieren oder spiegeln. Mache ich in dem Fall auch. Ich kopiere und spiegle diese Verlegung. Also nochmal, kopieren und spiegeln. Rechtsklick, Linksshift, diese Verlegung. Die zwei Eisen dazu. Von hier Rechtsklick, Mittelpunkt bis hierher und spiegelt mir das Ganze so rüber. Seht ihr? Hier brauche ich ja 12 Eisen. Diese zwei Eisen kann ich mir entfernen. Also, oh, hoppla. Ich gehe auf Löschen, auf den Löschbefehl. Das ist der hier. Bei mir ist das auf Numlock 4. Wieder ein Hotkey. Braucht man ganz oft. Hier die zwei Eisen weglöschen. Und habe jetzt hier diese Konstellation. Ich mache eine neue Positionsnummer draus. Neue Position. Diese Verlegung. Sagt zeigt mir die Nummer 3. Ich Punkt modifiziere. Den Punkt. Rechtsklick Y fest. Von hier aus minus 0,50. Also 45 brauche ich. Ich habe wieder 5 cm Zugabe. Und auch hier mache ich dasselbe Spielchen. Rechtsklick Y fest. Von hier aus minus 0,50. Jetzt mache ich mal einen Gesamtauszug von diesen Eisen. Setzen hier zum Beispiel darunter ab. So wird das Ganze ausschauen. 51 und 91 und 16. Dann haben wir ein Eisen von 1,58 m. Ich gehe jetzt her und bin so frei. Und gebe hier noch 0,01 hier hinzu. Und hier noch 0,01 hinzu. Das ist genau ein 1,60 m langer Stab. Ja, cool, oder? Ja. In dem Fall habe ich es halt so gemacht. Ich könnte auch sagen, ich mache 50 und 90 draus. Selbe Spielchen. Aber irgendwie will ich da immer gerade Zahlen lesen. Ich bin auch so ein Tankmensch, der wo immer genau den richtigen Betrag tanken will. Kennst du das? Wo immer so runde Beträge tanken will. Da bin ich voll dabei. Da bin ich an vorderster Front. So, jetzt kopieren wir und spiegeln wir dieses System wieder. Einmal von hier Mittelpunkt hier rüber. Also so kann man das Ganze bewähren, wenn man es händisch bewährt. Ihr könnt das Ganze auch mit den automatischen Wandbewährungen machen. Ganz klar. Ich zeige euch aber den Oldschool-Weg. Den müsst ihr vorher natürlich beherrschen, bevor ihr da irgendwas Neues machen könnt. Jetzt neue Position. Was hier? Du da. Einmal Enter, super. Wir klicken wieder Linksshift, diese Verlegung, nehmen den Punkt und verlegen das Ganze von hier nach hier. Gefällt mir nicht so ganz, da gehen wir jetzt ein bisschen weiter nach unten. Hallo, wo bist denn du jetzt hin? Also wenn ich jetzt an dem Punkt hingehe, ist es immer zu wenig. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen so her. Ein bisschen, ich sage immer ein bisschen, gell? Der ist es halt so, ein bisschen. So. Wunderbar, wir sehen es jetzt hier im Schnitt wieder nicht, weil wir außerhalb vom Schnittbereich liegen mit der Bewährung. Ich verschiebe das jetzt einfach kurzerhand verschieben. Diese Verlegung mit Links-Shift. Ich gehe jetzt 0,25 cm nach oben, damit ich hier in dem Schnitt wieder sehe. Ich könnte auch in den Gesamtauszug auch punktmodifizieren. Ich weiß, da gibt es tausend Möglichkeiten. Lasst mich doch das so machen, wie ich will. Ich punktmodifiziere das jetzt so. Hier wieder Rechtsklick, Y fest, an dem Punkt 0,50. Rechtsklick, hier Y fest, 0,50. Und jetzt verschiebe ich das Ganze wieder einfach Linksshift, zack, 0,025 runter. Und jetzt haben wir auch diese Verlegung hier gemeistert. Jetzt brauchen wir hier noch geschlossene Bügel. Doppelrechtsklick, wieder hier drauf. Wir suchen und hallo, ich will die da, das sind nämlich schon 8 Eisen eingestellt. Bügel geschlossen.
Du sind es nicht. Okay, gut. Achte Eisen, Betondeckung. Jetzt in dem Fall müssen wir aufpassen, weil eigentlich haben wir jetzt hier 2,5 cm wieder Betondeckung. Hakenlänge 0,104. Nein, 0,11 bitte. Weil sonst steht nämlich 0,10 dort und wir brauchen mindestens 0,104. Biegerollenfaktor 4 passt, Positionsnummer 5 passt. Von dem Eckpunkt zu dem Eckpunkt. Den Schließer machen wir hier. Hier sehen wir. Escapen. Beschriften nichts. Und wir verlegen das Ganze von hier nach hier. Wir sagen nicht zwei Stück, sondern wir gehen in den Abstand rein. 0,15. Wunderbar. Escapen einmal hier. Und auch hier haben wir wieder Erfolg. Dann kopiere ich mir hier jetzt mal eine Verlegung von zwei Stück. Die setzen wir. Nummer 15, auch hier sind wir drin. Und dann brauchen wir hier noch 12 Eisen rüber. Dann machen wir hier noch. Ich kopiere und spiegel diese zwei Eisen auf diesen Punkt hierher. Dann punktmodifiziere ich hier erstmal diese Länge von hier. Machen wir 0,75 rüber. Wir punktmodifizieren hier. Und fest. Ach, ihr seht immer die scheiß Nummer nicht. Dann gehe ich mal auf die andere Seite rüber. Das fällt mir jetzt ein, ne? Nachdem ich schon, keine Ahnung, wie lange gehen die Aufnahme schon? Steht das irgendwo? Ja, jetzt auch wurscht. Minus 0,75. Hierüber. Passt. Escape. Dann kopiere ich mir nochmal zwei Stück. Jetzt setze ich jetzt einfach mal hier ab. Mach Punktmode von hier 1,25 Meter. Drehs, Steuerung drehen, Mittelpunkt 45 Grad, minus 45 Grad. Passt eigentlich da rein. Schieben wir noch ein bisschen so. Das ist, also da würde ich jetzt nicht nach unten knicken. Wie sagt man auf gut Bayerisch? So genau. Punkt, 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 kein Hund. So, wunderbar. Fensterlei, Fensterlein. Also wir schauen hier mal ins 3D-Modell. Wie gefällt euch das bisher? Wenn es euch gefällt, gleich mal liken. So funktioniert leider der YouTube-Algorithmus und ich bekomme ja kein Geld oder irgendwas für das, dass ich euch jetzt da kostenfreien Content gebe. Aber ich möchte natürlich, wenn ich mir die Mühe mache und hier kostenfrei einfach mal meine Freizeit nutze, um euch zu schulen, dann soll das natürlich auch irgendwie verbreitet werden. Und dann möchte ich natürlich, dass es verbreitet wird, auch klar. Oh, bin ich doof. Und das geht halt einfach nur per Likes oder Kommentare und. Und das muss natürlich irgendwie unterstützt werden. Sonst, wenn es keiner sieht, wenn die Reichweite halt klein bleiben würde, dann würde ich das Ganze irgendwann natürlich nicht mehr machen können, weil es ist gar nicht rentiert und nicht finanziert. Klar. Aber bis jetzt sind wir doch alle zufrieden. Ich will ja gar nicht jammern. Ich will ja gar nicht jammern. So. Auch hier spiegeln wir wie die Verrückten. Ja, mache ich auch so. In dem Fall würde ich so machen, stimmt. Auch hier. Ja, die Eisen würden sich hier berühren. Die Zwölfer. Was mache ich denn hier? Ich lasse es trotzdem so, weil es wird einfach eingebaut, wie es eingebaut wird und ich kann die Vorgabe gar nicht so genau festlegen. 4,75 hier. Hier schauen wir mal, wie weit wir kommen. Minus 0,5. Oh, das 4,5 ist gar nicht mal so schlecht. 4,5 und ich setze da jetzt einfach noch einen Haken hinzu. Wenn wir einen Haken haben, dann können wir ja die Übergreifung. Halb da 0,7, glaube ich. Jetzt Büchlein nicht da. Ja, du, ich gehe jetzt einfach da
ein bisschen was runter. Ich gebe da jetzt einmal ein bisschen was hinzu, so dass ich auf der sicheren Seite bin. Und Gesamtauszug, der wird jetzt richten, nach unten setzen. Ey, jetzt ist dieses Fenster wieder komplett da. Cool. Jetzt macht die, schaut gar nicht mehr schlecht aus. Ja, so möchte ich's. Passt. Und jetzt kopieren wir uns, was brauchen wir noch? Das hier. Mal eine neue Position. Ich glaube, die sind ein bisschen zu lang. 50. Passt. Sind nicht zu lang. Bissel. Kopieren und spiegeln. Ihr von dem Punkt rüberwärts. Ihr, na, kopieren. Ihr und ihr. Mittelpunkt rüber, rüber. Den möchte ich drehen. Den möchte ich spiegeln. So, jetzt ist es auch nach unten gerichtet. Gefällt mir besser. Jetzt noch die Diagonaleisen und dann haben wir das Ganze eigentlich schon mal bewährt. Und dann können wir das Ganze beschriften. Weil es jetzt so unförmig ausschauen wird, nur deswegen lasse ich diese Unförmigkeit hier zu und spiegel die zwei auf die andere Seite rüber. Ansonsten hätte ich wirklich da das so gemacht, so rüber und dann runter, aber passt. Wunderschön. Jetzt aufpassen, diese Diagonaleisen werden natürlich hier in den Schnittbereichen angezeigt. Also wir sind hier in dem Schnittbereich und 0,13. Das sind die Diagonaleisen, die blende ich einfach dann aus. Schauen eh komisch aus hier. Das ist halt einfach so aus den 3D-Mask gegeben. Die sind eigentlich richtig dargestellt. So muss man es ja sehen. Sind richtig geschnitten und die blende ich einfach aus. Und das mache ich mit, wie heißen die Bewährungsfunktionen? Die muss ich jetzt einmal suchen. Die gibt es nicht mehr als Suchfunktion hier. Das haben die ausgestellt. Das heißt, ich muss jetzt zurück in die Actionbar, damit ich suchen kann. Davor war hier ein Suchbefehl in der 23 noch. So, jetzt hier. Bewährungsfunktionen in der Actionbar anzeigen. Wo bist du? Aha, hier. V uns. Vater unser, ich gehe jetzt mal Vater unser im Himmel, ihr zwei und ihr zwei wird es auch noch ausgeblendet. Was sind das da für zwei Eisen? Interessante, das sind die da, die blenden wir auch aus. Schneiden wir die echt immer so knappi, dass wir das sehen? Wollen wir den? Den brauchen wir auf gar keinen Fall. Den könnte man mit anzeigen lassen. Ja, der. Das interessiert mich aber eigentlich auch nicht. Die interessiert mich auch nicht. Sollen wir so klein scheißerig sein, dass wir hier die jetzt enger machen? Schaut denn so aus. Müssen wir eigentlich außerhalb machen. Dann könnte man reinstecken. Ne? Weil hier haben wir Ikamatte. Dann machen wir das doch. Was sind die da unten? Habe ich die noch gar nicht verlegt gehabt? Hier habe ich doch auch welche gehabt. Haben die jetzt irgendwie rausgelöscht? Naja, gut. Ist mir auch wurscht. Hier kopiere ich eh gleich die nach unten. Die habe ich schon gehabt, hundertprozentig. Aber gut. Verlegen wir es halt nochmal. Was ist denn da sein Problem? Also wenn ich keinen Punkt anklicke, keinen genauen definierten, dann macht das schön. Dann lassen wir es halt so.
So. Jetzt könnte man natürlich überlegen, ja, mir fehlen schon noch ein paar Eisen. Die Anschlusseisen nach oben. Also man könnte jetzt. Ich würde die aber eigentlich in der Decke reinmachen. In dem Fall. In dem Fall mache ich es in der Decke rein, ne? Die Anschlusseisen. Nee, komm. Ich bin am Zweifeln gerade. Gerades Eisen. Also machen wir es rein. Acht Eisen. Von hier 0,5 hoch. 0,5 runter. Escapen, escapen. Verlegen wir von hier einmal komplett durch und dann löschen wir raus, was wir nicht brauchen. So. Betondeckung ist mir gerade wurscht, nochmal 0. Und jetzt verschieben wir das Ganze hier rein. Wir wissen eh nicht, ob es auf der Innen- oder Außenseite ist. 0,025 plus 0,08. 0,8. So würde ich es machen. Und jetzt spiegelt es noch rüber. Also mir ist bewusst, dass das so nicht funktioniert. Ich lösche dann raus aus den Bereichen, wo man es nicht mehr braucht. Wo ist das? Ja, wo ist denn das? Wo ist denn das? Hier ist Kopieren und Spiegeln. Links-Shift hier. Mittelpunkt suchen. Einmal rumdrehen und schon haben wir es. Wir entfernen den hier und den hier und den hier. Den hier und Linkshift und Linkshift und haben jetzt einfach das hier so verteilt. Gut, gut da. Hier brauchen wir auch noch was rein und hier brauchen wir auch noch was rein. Hey, ich vergesse das Hälfte, ne? Ja, machen wir mal noch einen geschlossenen schönen Bügel. Man ist ganz schön verwöhnt, seit man das automatische Bewährung da drin hat, gell? Hey, Hakenlänge passt. So, auf der oberen Seite und dann mal verschwenkt links und rechts machen, aber auf der oberen Seite am besten. Hier bidu bidu, nicht beschriften, da bist du. Von hier nach hier verlegen, bitte. 15 cm Abstand, wunderbar. Ich escape wieder. Was ist denn da los? So, halb passt. Zwar Hype, aber ich will, dass die Grundbewährung hier dann drauf gehen kann. Deswegen Punkt modifiziere jetzt das noch mal runter. Um zweimal die Grundbewährung müsste jetzt in die Deckenstatik schauen. Sagen wir mal, das sind 12 Eisen. Dann haben wir 0,30 noch runter. Wunderbar. So mache ich das. Die Eisen, die kopiere ich auch gleich hoch. Die brauche ich dann in der Decke schon nicht mehr reinbauen. Mittelpunkt von hier nach hier. Was ist denn los? Dann kopieren wir es nach oben. Beda, lass dich nicht ärgern. So, und jetzt brauchen wir noch diese Eisen da. Spiegel ich mir jetzt auch. Also, ich bin mit dem Spiegeln hier noch gar nicht so vertraut, ne? Hier. Um den Punkt herum. Ein bisschen ein Ohrwurm. Ein bisschen, ein bisschen. Drei reichen hier. Sind sogar zu viel. Dann reichen auch zwei. Dann lassen wir das Ganze so. Stellen bloß mal die Länge neu. Möchte ich von hier 0,50 übergreifen lassen. Und hier auch von hier aus ungefähr 0,5. Die Länge können wir dann noch schön sauber selber einstellen. Aber was ich jetzt hier sehe, eigentlich verlängere ich das gleich hier.
über dem Fensterbereich. Dann kommen wir 50 nach rechts rüber. Und dann kopieren wir uns das ganze Konstrukt nochmal hier, von hier 0,15. Hallo, was ist denn da der Problem gerade? Wieder der Punkt hier 0,15. Schauen wir nochmal in die Ansicht rein. Das sind ja die jetzt hier. Passen eigentlich. Das wird ein Anschlusseisen. A goo goo goo, a da da da, all I want is. Neue Position hier. Würde ich niemals so machen, wie ich es jetzt gerade hier zeige. Ich würde es einfach so lassen. Wir biegen es schon hin, wie sie es brauchen. Aber. Das Theorie und Praxis ist halt einfach immer so krass. Ich glaube, die haben das schneller bewährt, als ich gerade zeige, mit der Hand zu bewähren. So, was sind das für schöne Basis-Eisens? Sind das die da? Ja, wunderbar. Jetzt ging die da nicht rein, weil ich es geändert habe vorhin. Ich dödel Max, hey. Ja, weil eigentlich mache ich immer diese außenliegend und das innenliegend. Da müsste jetzt eigentlich die nach außen. Also ich mache nochmal rückgängig. Die kommen nach außen. Du. 1. Wenn man eine Wand dann bewährt hat, dann geht es einfach, wenn man einfach alles rumkopiert. Aber die erste muss halt schön sauber sein. Das ist. Also die Melodie, wo ich gerade immer so pfeife, die ist von Großstadtgeflüster Icke. So. Coole Sache. Ja, ich denke mal dasselbe gerade. Ob ich dann lieber einen geschlossenen reinmache. Aber ich habe halt die Anschlusseisen auch schon da. Und dann brauche ich keinen geschlossenen mehr. Wenn ich die Anschlusseisen eh schon dran habe, brauche ich doch hier keinen geschlossenen mehr. Ja. So, das dabei bleibe ich jetzt. So, und jetzt machen wir noch die Einspanneisen rein. Dann haben wir es. Winkel. Eisen. Ach da, sonst können wir es nicht birgen. Ja, vielleicht wäre doch noch ein Schnitt nicht schlecht, nur wegen die Einspanneisen. In 3D sind wir immer schön, wo wir es haben. Flucht muss mal. Wunderbar. Aber hier muss ich irgendwie angeben, wie weit die Einspanneisen hier reingehen sollen. Und ich mache es genauso wie hier. Bis hier. Und glaubt mal, die machen das, die biegen das da innen rein fertig aus. Ich lasse das trotzdem so. Normalerweise mache ich immer die außenliegenden, die sind immer bei den matten Bewährungen außen, also die horizontalen Lage und die vertikale Lage mache ich innen. Außer wenn ich geschlossen Eisen mache, dann mache ich die Eisen innen rein. Ja. Wir können aber das Ganze noch bescheißen. Ja, dass ich das jetzt gesagt habe. Bewährungsfunktionen. Hier erstmal weg. Hier weg. Und jetzt. Kann man noch die Darstellung. Jetzt
bin mir nicht mehr sicher, ob es das ist. Es ist einfach schwierig, wenn ich in der Mattenfunktion unterwegs bin. Nein, 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 das ist in der. Eieieiei. Also. Das ist jetzt eine Funktion. Wir schauen es uns hier an. Also wir verschieben jetzt die Eisen hier, aber nur in dem Schnitt. Nur in dem Schnitterl haben wir es jetzt verschoben. Die Einspanneisen. Hier können wir sie überall brauchen, aber hier nicht mehr. Hier müsste man eigentlich diese Eisen denen das mitgeben und das machen wir auch. Sage ich einfach mal, du nicht mehr an du nicht mehr und die ganze Belegung wieder weg. Also der denen verlängern wir jetzt einfach den einen Schenkel oben. Schauen wir, ob es der richtige ist. Nee. So, das ist jetzt unser Einspanneisen in dem Fall. Juti, das können wir jetzt dann auch aufbiegen, wenn wir wollen. Aufbiegen, abbrechen. Hehehe. Habe ich den Bewährungsschalter an? Ja. Jetzt machen wir noch einen Bewährungsschnitt rein. Das heißt, wir gehen ins Detail, in den Detailschnitt-Detailbild. Nochmal ein Rechtsklick, Doppelrechtsklick auf das hier. Nee. Doppelrechtsklick auf das hier. Außenkante auswählen. Hier ist mir zu viel los, deswegen gehe ich einfach hier rein. Gefällt mir jetzt zwar nicht, weil es die Reihenfolge nicht eingehalten ist, aber mein Gott, Mama, ist es so. Ich stelle hier 1.4 ein. Mach so. Jetzt muss ich bloß schnell schauen, ob das hier drin ist. Layer, Schnittlinie auswählen. Hier muss für Bewährung. Machen wir Rundstahl. Warum? Ich möchte mich diesen Schnitt gar nicht im Schallplan drin haben, sondern nur im Bewährungsschnitt. So, setze ich auch einmal hier ab. Ihr kennt das Spielchen ja. Du minus 0,75. Von hier 0,25. Verschieben das Ganze von hier nach hier. Meter nach rechts. Passt mal so. Nee, passt mir nur nicht. Hier die Linien noch rein damit. Gut. Jetzt gehen wir wieder auf unseren Bewährungsplan. Brauchen wir Montageeisen? Hier brauchen wir eigentlich schon eins, gell? Da brauchen wir eins. Ein schönes Eisen. Na, das brauchen wir nicht. Also brauchen wir schon, aber jetzt nicht. Wir nehmen ein gerades Eisen. Wir machen ein 8er Eisen von hier nach hier. Und das verlegen wir an den Schenkel, an den da auf der Innenseite. Dann machen wir jetzt einfach zwei Stück. Und das sind dann Montageeisen. Bezeichnen wir dann auch so. Dann schieben wir das gleich mal hier noch innen rein. Passt. Guti, guti, guti. Jetzt beschriften wir das Ganze. Aber bevor ich es beschrifte, reduziere ich erstmal alles. Das heißt, ich nehme den Befehl Verlegung, Darstellung, Modifizieren. Boah, ich lehne mich da voll hinter mir. Also immer drei Eisen anzeigen und das erste, dann beginne ich hier, das erste anzeigen, drei in der Mitte, hier selbe Spielchen, erstes anzeigen, drei hier, ich will immer die Überschneidung hier so zeigen, selbe Spielchen hier,
Das sind jetzt unsere. Was ist denn das? Anschluss. Aber warum sind da. Ach, das sind die Einspanneisen. Ja, Moment. Die Einspanneisen verschieben wir gleich mal. So, jetzt reduzieren wir die. Ein Spanneisen, du, du und die drei. Wir haben ja noch eine Lage, da zeige ich jetzt nur das erste an. Noch eine Lage. Jetzt, genau. So, sind da zwei Lagen hintereinander. Da kann ich zum Beispiel beim ersten nur immer das anklicken, beim zweiten erstes und letztes und dann schreibe ich einfach dann mal zwei hin. Die Einspanneisen wieder erstes anzeigen und drei Stück in der Verlegung. Vielleicht hier verschieben wir 01. Jetzt wieder reduzieren hier. Also, ich zeige halt wirklich, wie es in der Praxis einfach gemacht wird. Ich verschöne jetzt hier nichts. Ich zeige jetzt plus 2 an, das erste nicht. Und wir trotzdem damit klarkommen. Auch hier mache ich dasselbe, weil ich Platz zum Beschriften brauche. Hier zeige ich 3 an. Hier kann ich auch mal reduzieren auf 3 Stück. Kann man hier irgendwas machen? Nee. So, jetzt können wir beschriften. Maßstab 1 zu 25, wunderbar. Gehen auf Maßlinie, Verlegetext. Oh, was ist denn hier los? Gut aus. Ellipse, na passt. Haben wir mir jetzt gerade täuschen lassen. Okay. Wir brauchen Stückzahl, Durchmesser, Abstand. Stückzahl, Durchmesser, Abstand. Das wäre zum Beispiel bei so einer Verlegung in Maßlinie. Wunderbar. Gehen wir hierher. Zack. Wir können jetzt das auch so einstellen, dass wir hier eine Füllfläche hinterlegen. Wollen wir das? Weiß ich nicht. Brauchen wir es? Weiß ich nicht. So, kann man machen. Ja, machen wir es mal, oder? Also, aber was ich hier noch dazu schreiben muss, Freitext x2 oder vorn und hinten. Ist mir wurscht, wie ihr das macht. Ich schreibe jetzt einfach x2 hin, weil das ist international bekannt, was x2 heißt. Auch hier freier Text x2. Von hier nach hier. Und das Coole ist, ich mache jetzt nur noch den Text ausgleichen. Du und du. Ach, jetzt habe ich es wieder vergessen. Gut. Und hier ist das Einspanneisen. Das beschrifte ich jetzt hier. Ja, deswegen hätte ich es eigentlich so machen wollen. Jetzt schauen wir mal, ob die Optionen. Lassen wir es bitte jetzt mal drin. So. So kennt man schön, das ist die Verlegung da oben, das ist die Verlegung da unten. Die Knubbel zeigen genau an, wo was ist. Wunderbar, kennt man sich aus. Das war falsch. Hello. Hier mache ich das ein bisschen weiter innen. Warum? Weil ich diese vier Eisen mit einem Fächer die Stückzahl angebe. Keinen Abstand. Bitte ein Kreis dazu. Jupp. Und dann kann ich jetzt das Ganze hier innerhalb absetzen. Und das ist eindeutig. Und diese Linie überkreuzt dann nicht diese Linie. Also wenn ich die Mauslinie nach links versetzt hätte und das nach rechts, dann würden sie die kreuzen. Das mag ich nicht. Ich will immer, dass alles eindeutig ist. So, das kann ich jetzt innen reinsetzen. Auch das hier könnte ich jetzt, um den Fensterplatz zu bewahren. Ich weiß, hier ist dann immer eine Menge los. Deswegen mache ich die Beschriftung gleich hier. Das geht hier hin, das geht hier hin, das passt doch. Was haben wir noch? Was hat denn ihr für Eisen? Was haben wir da reingemacht?
So, die habe ich noch in den Punkt modifiziert. Sind die vom Fenster? Die gehen jetzt auch bis daher. Funktion Gesamtauszug Duo. Runterwärts bitte einen Schenkel anfügen. Schriften. Ja, dann machen wir es aber auch hier so. Die zwei, die zwei, die zwei, aber wir prüfen das dann sowieso noch, wenn wir die Gesamtauszüge machen. Also mir ist klar, dass dieses Eisen hätte nicht bis ganz runter müssen. Mache ich aber trotzdem in dem Fall, weil es in dem Fall wirklich ja nicht viel ist. Und dann lasse ich das einfach so. Bin konzentriert bei der Sache, ja, merkt man. Ist ja mal toll, wenn ich nicht so viel schwafelt. Ich glaube, die Verlegungen haben wir jetzt hier alle. Hier noch ein paar Verlegungen. Schreibe ich jetzt einfach wieder freier Text X2 dazu. Was sind das für Eisen jetzt wieder hier? Die brauche ich, die anderen brauche ich nicht. Wurscht. Machen wir beide da rein. Tut mir nicht weh. Tut mir nicht weh. Könnt ihr hier einen Fächer benutzen? Ist mir. Es ist einfach egal, Hauptsache es schaut irgendwie sauber aus. Ich finde trotzdem, es schaut sauber aus. Findet ihr auch? Dann gibt es mal ein Like. Wenn nicht, gibt es mal ein Like runter. Machen wir einfach mal Anti-Werbung. Mir doch wurscht. Ja, ich weiß. Ich ändere das gleich noch. Keine Angst, keine Angst. Keine Angst, hat der Papa mir gesagt. Keine Angst, hat die Mama mir gesagt. Irgendein Lied gab es da mal, das ging irgendwie so. Ich weiß gar nicht mehr, zu welcher Jahreszeit das war. Keine Angst, hat der Papa mir gesagt. Keine Angst. So, jetzt hier fange ich aber an mit den Fächern.
Vier Stück, keine Punkte drin. In die Richtung, so wie ich lese. Die Schrägeisen, die entfernen wir wieder. Stückzahl brauchen wir hier nicht. Ja gut, ihr habt Matten drin. Ja, hier hätte ich jetzt wieder zwei so. Hier auch wirklich die Matte sparen. Und wenn ich die U-Eisen, die Steckbügel, verschwenken lasse, kann ich mir hier eigentlich alles sparen wieder. Mag ich aber jetzt nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, oder? Also indem, dass ich hier, in dem Fall, könnte ich genauso machen. Ein Eisen, hallo. So. Da das Ganze verschwenken lassen. Hm, könnte ich hinaus machen hier. Wäre wahrscheinlich gescheiter gewesen. Mache ich aber jetzt nicht. Ich mache jetzt lieber Bewertungsfunktionen. Was sind die überhaupt? Schauen die Funktion aus? Bewertungsfunktionen. Ich weiß nicht, ob die da drin ist. Wahrscheinlich so. Das müsste auf Ändern sein wahrscheinlich. Ich weiß nicht mehr, wie die Funktion ausschaut. Es ist. Ah, das ist aber alphabetisch, ne? Nee. Schade. Ändern ist nicht drin. Ist bei Bearbeiten drin? Nee. Erzeugen. Erzeugen 2. Was sind das für Dinger? Legenden Rundstolz 2. Da sind's. Gut. Also auf Ändern 2. Ich aktiviere hier mal meine Palette. Ändern. Aber jetzt müsste dann doch oben sein. Dann machen wir halt auf Erzeugen 2. Ja, was ist denn das, ey? Ohne Witz. Hier haben wir es jetzt. Gut. Vater unser, du raus. Du raus. Wunderbar. Ja, Gutti, was haben wir noch? Also, wir haben noch jede Menge zu beschriften hier drin, das weiß ich. Stückzahl, Abstand. Das können wir mit Maßlinien oder Fächer machen. Ich mache es jetzt in dem Fall mit einem Fächer. 2 8er Eisen, freier Text X2. Du und einen Kreuzpunkt. Yep. Selbe Spielchen hier. Jetzt möchte ich gerne wissen, was das für Lied war. Das ist keine Angst, hat die Mama mir gesagt. Ich möchte gerne wissen, was das ist.
Keine. Ich will das Lied kennen. Wir wissen, was es ist. Hier brauche ich keinen Abstand, hier sind es bloß zwei. Scheiße, Mann. Entschuldigung für das Wort, aber jetzt habe ich den nächsten Ohrwurm und habe wieder keine Ahnung, wer das singt. Das ist ja eine Katastrophe mit mir. Ey. Aber das sind diese stupiden Arbeiten. Das ist, also die Bewertung selber erzeugen, die macht ja Spaß und dann das Beschriften macht mir jetzt eigentlich keinen Spaß. Da muss ich zu wenig denken. Mir gefällt auch deswegen Bewertungsplanung schöner als Schallplanung, weil ich finde, bei der Schallplanung muss man nur das Modell abklappern, das wo ein anderer vor mir erzeugt hat. Ab und zu weiß man aber nicht, was sich der dabei gedacht hat. Deswegen ist es manchmal schwierig, auch den Schallplan von vorne zu beginnen, ohne dass man die Gedanken vom Modellierer weiß. Muss ich echt sagen, manchmal ist es so. Aber ich fühle mich gleich wieder ein paar Jahre jünger, nur weil ich das jetzt wieder mache, weil. Es ist wirklich Jahre her, wo ich das so bewährt habe. Also ich selber. Was haben wir hier noch? Das sind die Montageeisen. Wie viel habe ich jetzt da? Eine, eins oder zwei? Zwei. Also. Da braucht man keinen Abstand, aber im freien Text noch. Montageeisen. Motte. Ich schreibe jetzt Mont hin. Was ist denn das wieder? Es war mal eine Tomate, die konnte vollzüglich Karate, hat sich mit einem Messer gestritten und wurde am Ende zerschnitten. Warum kann ich kein Maß nicht? Habe ich die zertrennt? Ja, ich habe es verschoben. Ich Dülmann. Wurscht, dann machen wir es so. Zwei Eisen. Abstand brauchen wir nicht. Freier Text. Mont. Passt. Passt ja ganz. Ich will das hier ausschalten. Gut. Funktionen. Beschriften. Du. Hier brauchen wir Abstand. Wir brauchen die Stückzahl nicht. Wir brauchen den Kreis. Wir brauchen das hier so. Und jetzt noch irgendwo. Ja, hier kann es genauso machen. Genauso wie hier. Genauso wie hier. Ja, cool. Achso, es gibt noch einige, die natürlich die Matten beschriften. Das mache ich nie, weil was soll denn das sonst sein? Aber wir machen es halt jetzt. Da kann man jetzt Zeigersymbol wählen oder nicht. Ja, was war denn das jetzt? Beta. Sonst irgendwo? Nee. Also dann machen wir jetzt alles schön.
Gut. Dankeschön. So, Auszüge. Gesamtauszüge. Jetzt würde hier die 3 erscheinen. Ich mache es immer so. Moment, also ich fange jetzt bei der 1 an. Ja, fange halt bei der 2 an. Mir wurscht. Ich versuche erstmal alle selber zu finden, die ich kenne. Also jeden Auszug, den ich selber anklicke, und dann suche ich erst die, ich übersehen habe. So mal ist. Schwenkt man das so rüber. So gefällt mir das. Die 1 wollen wir hier runtersetzen. Die können wir hier absetzen. Den Text hier. Teilauszüge kommen dann noch. Aber erstmal alles suchen, was man so findet. So, 5,39 geht gar nicht. Machen wir 5,40 gleich draus. Ebenfalls hier. 3,40. So. Die 3. Wo haben wir es denn, die 3? Hier haben wir die 3. Ja, hast du das schon? 4, 5. Das ist ja von der Mathe, da brauche ich keinen Auszug. Habe ich schon alle Auszüge? Das glaube ich nicht. Aber wir haben zu wenig Abstand gelassen. Beta schlecht. So, wir knüpfen das Egle auf. Ich mache sonst immer 1,50 m Abstand, bin ich doof. Naja, wir kriegen es ja noch hin. Ja, ich will keinen Auszug von Matten. Was soll denn das bedeuten? Ich setze mal alle ab. Damit. Also das kenne ich gar nicht, dass das von den Matten die Gesamtauszüge abgefordert werden. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass ich jetzt alle Auszüge schon habe. Da, was ist mit denen da? Ist das jetzt mal dasselbe gewesen? Okay, war jetzt mal dasselbe. Okay. Du auch, okay. Dann machen wir jetzt weiter mit Teilauszügen. Das ist ja immer die Frage, wenn ich einen Teilauszug habe, dann habe ich ja genau die Stückzahl der Verlegung, ansonsten habe ich immer die Gesamtzahl da. Ist halt immer mit Vorsicht zu genießen, würde ich sagen. Ey Papa Joe, ey Papa Joe. Dann probier jetzt einfach mal. Ja, habe ich auch schon, okay. Papa Joe. Ey Papa Joe. Na, 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 na. Ey Papa Joe. Ey Papa Joe. Ey Papa Joe. Ey Papa Joe. Na, ausklappen. Der Warte hier 80 Grad. Drehpunkt hier. Drehpunkt hier. Willst du mich verarschen?
Warum machen der den Drehpunkt nicht? Ah, klar. Das ist schon klar. Weil ich da den Schenkel benutzt habe. Moment, das dürfte ich nicht. Ingenieurbau. Jetzt pass auf. Ingenieurbau. Nein, Eigenschaften. Eigenschaften. Das darf ich so nicht machen. Ich darf hier nicht 0,75, sondern ich muss hier den Haken deaktivieren sogar. Jetzt muss ich in die Funktion rein und einen Schenkel anfügen. Dann geht's. Weil sonst ist der immer 90 Grad. Minus 0,75. Von 0,6. Gut. Jetzt können wir aufklappen, oder? Gut. Schauen wir, ob wir genügend Platz haben. Kein Fan von assoziativ wegen Grüneinträge, falls kommen. Stopp, aber von einem bin ich schon Fan. Verpositionieren. Schauen wir mal, ob von 16 da was, ob da was funktioniert. Ich will den nochmal absetzen. Ja, hat sich was verändert. Legende Rundstahl. Legende Matten, Mattenschneide, Skizze, Doppelrechtsklick, wunderbar. Hey, nicht die Hilfe. Das passt von dem her, was ich brauche. Ich nehme das als Konstruktion. Verschiebe das hierher. Punkt modifiziere von hier nach hier. Und bin zufrieden. Abstand halte, bin ich doof. Ja, wo sollen dann noch welche rein? Hier brauchen wir keine. Hier brauchen wir auch keine. Wir könnten jetzt hier noch einen Abstand halt reinschmeißen. Okay, machen wir halt. Machen wir es halt. Dann machen wir es. Ja, so 1,50 Meter Abstand. Ich weiß nicht, ob ich wirklich einen brauche. Ich würde sagen, nein. Ich finde, es passt. Jetzt gehe ich in die Planzusammenstellung. Gut. Wir machen hier einen neuen Plan. Pläne zuordnen. Ich gehe in die Auswahlliste rein, hole mir den nächsten freien Plan. Mach das so und mach den Siemer in die Bewährung. So. Jetzt irgendwie so. Check. Außenwände EG, ich habe eh nur die WA01 gemacht. Schalplan. Kopieren wir den Text für meinen Bewährungsplan. BEW, hier die 7. EG Außenwand 01, wunderbar. Prüfumlauf, nein, das ist ein Vorabzug erstmal. Und das ist auch ein Vorabzug und das ist der Plan 6. Ich gehe hier in die Planzusammenstellung rein. Ich hole mir jetzt die allgemeinen Module Planrahmen für A0 bitte. Ja gut, ich habe eine Wand abbildet, ne? Da habe ich ja genügend Platz jetzt wahrscheinlich. Plankopf, Büro, Planköpfe, Hauptkopf A0, den setzen wir hier ab. Und dann nochmal. Schalplan an 0, den setzen wir auch hier ab. Und dann können wir das Ganze noch bestücken. Planelement hier.
Alles aktivieren. So, Schaltplan. Machen wir da einen Schaltbewährungsplan draus. Können wir auch machen, ne? Mir wurscht. 1 zu 25. Funktionen Planfenster von bereits abgesetzten Plan Do. So. Schaut gut aus. Also, wir werden dann natürlich noch eine Wand hinzufügen, aber erstmal so. Wunderbar. Ich gehe hier rein, Eigenschaften, hol mir den Text EG Außenwelle WA01, Planbezeichnung PP 1 zu 25. Planfreigabe haben wir noch nichts. So, okay. Schließen das Ganze. Passt. Passt. Fehlender Plantyp. Den möchte ich nämlich auswerten. Deswegen geben wir den Plantyp mir noch einen Schallplan. Wunderbar. Super, Vorabzug und ja. Bitte. Jetzt schaut's gut aus. Und das Ganze kopieren. Einfügen. Eigenschaften. Bewährungsplan. Reingehen, einmal doppelklicken. Hier ist drin. Das Modellteil wieder mit drin. Wurscht. Mit Linkshift hier einmal alles auswählen. Auf Bewährung gesamt stellen. Bewährung. Nein, Farbe. Okay. Und jetzt haben wir hier auch gleich den Bewährungsplan. Zack, parat. Natürlich kann man jetzt auch gleich einen Schallbewährungsplan draus machen. Was ich jetzt bloß mache, ich lösche jetzt den Plankopf von hier raus, dann beschriften. So, Bewährungsplan. Habe ich hier meine schönen Dinger. Bearbeiter, Index haben wir ja noch nicht. Und dann können wir das da noch irgendwo hier anfügen. Fertig. So, Schallbewährungsplan mit Rundstahleisen erzeugt. Alles live ohne irgendwie Schnitte oder sonst irgendwas. Ich glaube, einen kleinen haben wir irgendwo drin gehabt. Ich entferne hier den Schallplan. Das jetzt, wir müssen immer das Bewährungsteilbild einsetzen, weil das Ganze mit die Schnitte verknüpft ist. Ja, wunderbar. Jetzt haben wir hier jetzt prüfen wir nochmal die Eisen. Wir sind hier die Eisen vom Kragplattenanschluss, hier vom Rückbieganschluss. Und jetzt prüfen wir das Ganze nochmal im Schaltplan. Das könnte man vielleicht noch einmal machen. Ihr seht, hier sind die Eisen raus. Hier sind die Eisen raus. Ich finde das super Sache. Hier haben wir die Einbauteilliste fertig. Schaltplan, Bewährungsplan fertig. Meiner Wand. Jetzt geht es eigentlich ziemlich einfach, weil jetzt muss man nur noch copy-pasten alles. Und dann. Ja, jetzt Like da lassen, nächstes Video anschauen, es kommt in der Endcard. Servus, ciao, euer Peter.